So beginnen wir unsere histologische Entdeckungsreise mit dem Epithelgewebe. Charakteristisch für das Epithelgewebe ist, dass die Zellen sich, wie war das nochmal? Ach ja, zu geschlossenen Zellverbänden dicht aneinander legen. Dies tun sie ohne eine nennenswerte Interzellularsubstanz auszubilden. Lediglich ein, man kann sagen, ein hauchdünner Spalt von vielleicht 20 bis 25 Nanometern trennt die Zellen voneinander. Also etwas großzügig formuliert, liegen sie ziemlich dicht an dicht. Dabei bedecken die Epithelien äußere und innere Körperoberflächen und stellen damit Grenzflächen dar. Und hieraus resultiert die Bezeichnung Oberflächen- oder Deckepithel. Neben diesen Oberflächenepithelien existieren noch Sonderformen wie Drüsenepithelien und Sinnesepithelien. Die Sinnesepithelien werden aber den Sinnessystemen zugeordnet und auch dort dann besprochen. Das heißt, wir werden uns hier heute in dieser Vorlesung den Oberflächen- und Drüsenepithelien widmen und uns mit ihnen etwas näher beschäftigen. Noch einmal das Bild, das wir zunächst etablieren wollen. Oberflächenepithelien bedecken unsere äußeren und inneren Körperoberflächen und sie kleiden somit auch alle natürlichen inneren Hohlräume aus. Als Bild ganz wichtig, die meisten haben nur das äußere Bild vor Augen, aber genauso haben wir ja innen sehr viel Oberfläche, nur eben nach innen und gerade die ganzen Hohlräume müssen natürlich ausgekleidet werden, eben durch innenliegende Oberflächenepithelien. Zu diesen inneren Körperhöhlen müssen wir natürlich noch dazu zählen, auch kleine Gänge, kleine Kanälchen, so klein ein Kanal auch sein mag. Auch er braucht eine Wandung und diese Wandung muss von innen ausgekleidet sein. Also, wo Oberflächen entstehen, stoßen wir zwangsläufig auf Epithelzellen, da diese Oberflächen erst durch sie entstehen. Diese Epithelzellen zeigen natürlich eine große Variationsbreite, sowohl in der Gestalt, wie auch in der Form, wie auch in der Anordnung, je nachdem, wo sie gerade zum Liegen kommen, wo sie sich befinden und natürlich, welche Funktionen sie jeweils erfüllen müssen. Doch unabhängig davon, um welche Epithelform es sich handelt, können wir einige ganz allgemeine Kennzeichen des Epithelgewebes festhalten. Als erstes wäre der stetige Untergang von Epithelzellen und wenn Zellen untergehen, müssen auch wieder andere aufgebaut werden. Das heißt, was wir haben, ist ein stetiges Abbauen von Epithelzellen und genauso verlangt dieser Abbau eine stetige Zellerneuerung. Also Neubildung und Absterben sind der normale Alltag für Epithelschichten. Und das natürlich, das Neubilden, das Absterben muss in einem ganz bestimmten Gleichgewicht sich bewegen. In der Epidermis der Haut sprechen wir auch gerne von einem Fließgleichgewicht, was sich einstellen muss. Diese Neubildung in Epithelien, sie geht von Stammzellen aus. Und zwar unterscheiden wir nun bezogen auf diese Stammzellfunktion einmal die labilen Epithelien. In labilen Epithelien haben wir eine kontinuierliche Zellneubildung, so zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt, in den Atemwegen oder der Epidermis der Haut. In
sogenannten stabilen Epithelien. Als Gegensatz dazu erfolgt der Zellersatz eben nicht kontinuierlich. Er kann aber bei Verletzung in Gang gesetzt werden, also wenn Gewebeanteile verletzt wurden. Diese Variante finden wir zum Beispiel in Nieren- oder Leberepithelien. Ferner ist wichtig, dass man sich klar macht, dass bei solchen Gleichgewichtszuständen es oft auch einer Regulation des Zellumsatzes bedarf. Also zahlreiche Faktoren sind genau an dieser Regulation, an diesem Gleichgewicht beteiligt. Und dabei geht es um die Komponenten der Zellvermehrung, auf schlau die Zellproliferation, die Zellreifung und Zelldifferenzierung und natürlich dann auch der Abbau, der typischerweise erfolgt durch einen programmierten Zelltod, eine Apoptose, ein nicht entzündlicher Abbau von Zellen. Das sozusagen über diese drei Faktoren, Zellproliferation, Zelldifferenzierung und Apoptose, wird das Gleichgewicht gleichsam gesteuert. Für diese Proliferation, für diese Neubildung ist natürlich von herausragender Bedeutung, auf welchem Aktivitätsniveau sich die Stammzellen bewegen. Diese Stammzellen finden sich in jedem Epithel in typischer Weise verortet. In der Epidermis zum Beispiel, der Epidermis der Haut. Hier zum Beispiel liegen die Stammzellen in der untersten Schicht, dem Stratum basale, der Basalzellschicht. Und von dort dann sich gleichsam nach oben hin dann zu entwickeln. Wichtig dabei nochmal, ein kleiner, aber nahezu unerschöpflicher Vorrat von ruhenden Stammzellen muss stets bereitgehalten werden. Und aus diesem Vorrat beginnt dann, wenn man so möchte, die Zellteilung und dann Zellentwicklung. Sobald eine Zelle, die sich aus der Stammzelle heraus teilt, anfängt, sich zu spezialisieren und damit zu differenzieren, von diesem Moment an läuft ihre Lebensuhr. Und die Lebensdauer ist gerade bei den Epithelzellen sehr unterschiedlich. Also als Beispiel, beim Dünndarm lebt eine Epithelzelle etwa 5 Tage. An der Wangenschleimhaut im Mund schon 14 Tage. In der Epidermis der Haut immerhin 30 Tage. Und das Epithel der ableitenden Harnwege, das hat sehr robuste und sehr langlebige Epithelzellen zu bieten, nämlich deren Lebensdauer beträgt sage und schreibe 300 Tage, was für eine Epithelzelle wahrlich eine stolze Zahl darstellt. Also Punkt 1, das Gleichgewicht aus Neubildung und Abbau von Epithelzellen. Punkt 2, der allgemeinen Kennzeichen, das Epithelgewebe besitzt keine Blutgefäße. Man könnte auch anders formulieren, die Blutgefäße dringen nicht bis zu den Epithelzellen vor. Sie bleiben unter der Basalmembran, denn man muss sich schon mal ein kleines Bild, wohl bei der Zelle haben wir das ja schon gehabt, also von daher haben das die meisten ja schon drauf. Diese Epithelzellen sitzen ja auf einer Basalmembran. Und die Blutgefäße befinden sich eben unter dieser Basalmembran. Und sie dringen nicht bis in die Epithelschicht vor. Punkt 3. In vielen Organen sind die Epithelzellen nicht nur einfach Oberflächenzellen. Nein, sie sind, wenn man so möchte, spezifische Träger der Organfunktion. Zum Beispiel in der Lunge ist das so, in der Leber, an der Bauchspeicheldrüse ist das so und auch der Niere. Also das heißt, diese Epithelien an diesen genannten Organen werden als das
Parenchym beschrieben. Das heißt, sie stellen das eigentliche Funktionsgewebe dieser Organe dar. Und, ach so, ja, wenn dann die Epithelzellen das Parenchym sind, ja klar, dann sind das Bindegewebe, das auch dann die Gefäße und Nerven bei sich führt, das stellt dann das Stroma dar, also das Stützgewebe. Also haben wir Parenchym und Stroma, nochmal als zwei interessante Begriffe an dieser Stelle.